Okay, hey Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Und ja, wir befinden uns ja gerade hier in der Safari-Zone. Da wir ja jetzt das Kleinstein gefangen haben, können wir es auch gleich Baoba zeigen. So, ja, als zweites muss man ihm eben einen Sand anfangen. Aber dafür informiert er uns auch weiterhin auf dem Pokécom. Und ja. Also gehen wir einfach nochmal in die Safari-Zone rein. Denn hier werde ich mir meine zwei übrigen Teammitglieder fangen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es mein zweites Teammitglied, das ich haben will, ob das zu dieser Tageszeit gibt. Deswegen will ich mir erstmal das eine fangen. Ja, das gibt's hier, glaube ich. Ja, und es ist kein Taubsi, sonst hätte ich mir das schon früher gefangen. Ja, und das ist auch kein Knopfenser. Ja. Ich glaube mal, dass es das hier gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, es ist eben das Gegenstück von Traunfugil. Dann lässt sich auch gleich denken, was es ist. Ja, es ist ein Kramorx. Das sich dann eben auch zu Kramschiff entwickeln werde. Was dann ein ziemlich gutes Unlicht-Flug-Pokémon ausmachen wird. Nun ja, aber ich glaube, das gibt es hier wirklich nicht. Ich muss mal in ein anderes Gebiet gehen. Ja, hier gibt es anscheinend wirklich eine Taubsignalfenster und Frontmobil. Dann das zweite Pokémon, das ich mir fangen werde, ist ein Lavita. Und ja, Lavita ist ein ziemlich cooles Pokémon. Also wenn man bedenkt, wie stark Despotar sein kann. Und ich war eigentlich auch überrascht, dass es das hier in der Safari-Zone gibt. Und es kommt nur tagsüber. Und da jetzt schon Abend ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt zu dieser Tageszeit noch erwische. Und ja, jetzt suche ich, hier erstmal noch einen Kramorx. Und ja, ich hoffe mal, dass es kommt. Ja, hier ist er schon. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass es nicht flüchtet. Weil das flüchtet auch öfters mal. Und ja, es ist geflohen, wie ihr es auch gerade gesehen habt. Und ja. Es kann wirklich eine Weile dauern, bis ich es auch richtig gefangen habe. Nicht nur gefunden, sondern auch gefangen. Ich werde natürlich dann noch ein bisschen extra trainieren müssen, damit es mit den anderen auch gleich ziehen kann. Und ja. Also den Finsterstein, den könnt ihr als ersten Preis beim Käferturnier dienstags oder donnerstags bekommen. Im Nationalpark. Oder eben beim Pokéathlon-Turnier. Der dann eben im Übergang von dieser Route nach Lucatia City und dem Nationalpark dann rechts ist, links ist. Und ja, und diesen Finsterstein brauche ich eben, um mein Kramorx zu Kramschiff zu entwickeln. Weil Kramschiff lernt schon einige Attacken, die Kramorx nicht erlernt. Zum Beispiel Nachthieb oder Finsteraura.
Und ja. Also hier ist es wieder. Und ich hoffe, ich kann es jetzt fangen. Nein, es bricht wieder aus. Aber es flieht nicht sofort. Probier es erneut mit einem Finsterball. Mit einem Safari-Ball meine ich. Hier ist er zweimal gewackelt, aber es flieht wieder. Okay. Und ja, sonst gibt es eben hier noch Pummeluft und Paras. Und ihr könnt eben auch alles auf Beta-Fans nachlesen. Die ganzen Gebiete und so. Und wenn wir eben den zweiten Teil, also das Sandern für Baoba gefangen haben, können wir auch andere Gebiete freischalten und die dann auch benutzen, wo man dann mit diesen Objekten eben alle möglichen Pokémon fangen kann. Auch von anderen Regionen und ja. Aber ich suche hier eigentlich nur noch Pamorks und Lavita. Ich denke nicht, dass ich vor der Liga schon einen Despot haben werde, aber immerhin ein Pupita. So, diesmal ist es männlich. Ich probiere es einfach weiter jetzt. Einmal. Naja. Es bricht jetzt wahrscheinlich wieder. Nein, es bleibt da. Dann setze ich mal weiter einen Safari-Ball ein. Und sehr schön, wir haben es gefangen. Das ist also unser Teammitglied Nummer 5. Ja, und Lichtflug. Und ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Und ja, es gibt einfach einen einfachen Spitznamen für einen Kramorx. Und der lautet eben ich glaube, es ist besser mal klein. Blackbird. R und D. So. Blackbird. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal gefangen. Und jetzt gibt es eben in diesem Gebiet hier gibt's Lavita. Aber es ist sehr, sehr, sehr selten. Und es kommt, wie gesagt, nur tagsüber. So. Ja, und Ditto gibt es eben auch. Dem kann man eben alle möglichen Pokémon züchten. Und es ist auch ziemlich nützlich. Ja, kann man eben dann in der Pokémon-Pension vor Dukatia City abgeben mit einem anderen Pokémon, um eben anderen Pokémon auch zu züchten. Und ja, also. Dann gibt es eben hier langweilige Pokémon wie Habitat. Ja, ich habe noch 6 Minuten Zeit, um hier einen Lavitat zu finden. Wenn nicht, muss ich eben schneiden. Oder es kommt eben wirklich an dieser Tageszeit nicht, dann fange ich es eben offscreen, weil ich nicht einen weiteren Part hier in der Safari-Zone verschwenden will. Ja, nicht so ungut, aber ja. Nachher kommt es wieder wirklich nicht und ja. Ja, also ich denke mal, ich könnte hier ein bisschen schneller machen. Nur, dass eben, ja. Dass es auch schneller kommt. Ja, und Porenta gibt es eben auch. Was mich jetzt aber nicht wirklich so interessiert. Außerdem habe ich ja schon einen Flug-Pokémon jetzt gefangen.
So, jetzt haben wir noch Habitat und so Zeug eben. Und eben wieder Ditto. So, um mal ein Ditto zu fangen. Aber es blieb. Naja, egal. Und eben, wie gesagt, Forenza. Mit dem Lauchstück da. Und Habitat. Dann gibt eben mit der Profiangel gibt es eben da im Wasser noch Barfuzzi zu fangen. Und ja, gut, wir haben ein Ditto gefangen. Auch nicht schlecht. Und ja, Leute, wie ihr seht, Lavita kommt hier nicht gerade. Aber ihr könnt mir wirklich glauben, dass es hier gibt. Ihr könnt es selbst im Internet nachlesen oder sonst wo. Und ja. Also es ist kein Cheat irgendwie, dass es hier kommen sollte. Jetzt habe ich noch 4 Minuten Zeit. Ja. Also ich denke, ich muss das wirklich offscreen fangen. Ich weiß, wenn ich hier wieder stundenlang suche und dann schneide, das bringt nichts. Und weil es eben auch schon jetzt 7 Uhr abends ist, da das ja nur tagsüber kommt, glaube ich auch nicht, dass es hier im Moment wirklich gibt. Ich noch hier hinten mal. Aber hier scheint es auch nur Forenza und Visor eben zu geben. Und ja. Also, ich denke, ich mache jetzt wirklich mal Schluss und werde das Lavita dann einfach offscreen fangen. So, ja, da Quamux ja auch fliegen lernen kann, kann ich jetzt mal Tauxi abgeben. So, hier ist erstmal unser Quamux. Erstaunen auf Verfolgung, dunklen Nebel und Flügelschlag. Nicht die besten Attacken, aber ich werde es noch ein bisschen trainieren. So, auf Level 30 ungefähr. Zwischen 25 und 30. Und dann, ja. Dann werde ich es wahrscheinlich dann auch recht darauf zu Kramschiff entwickeln. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis dann. Ciao.